Heute bin ich in einem der Testlabore der Telekom in Berlin und heute will ich euch mal zeigen, wie eine Erfindung den Glasfaserausbau in ländlichen Regionen nochmal beschleunigen wird. Rebecca, ihr habt als Corning ein neues System entwickelt für die Deutsche Telekom zur Verlegung von Glasfaserkabeln oberirdisch in ländlichen Räumen. Was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist, dass man sehr schnell und sehr einfach verlegen kann. Also das Kernstück ist, was wir hier sehen. Das nennt sich Multiport Mastbox. Und das sieht aus und kann man sich auch vorstellen wie eine Mehrfachsteckdose. Die ist speziell für den Außenbereich konzipiert. Da kommt man einfach mit dem Stecker an. Der hier. Steckt ihn in diese Steckdose. Und dann kann man mit dem Kabel bis zum Haus gehen. Das ist sehr einfach für den Telekom-Techniker. Und das ist vor allem sehr sicher, weil das wird aus dem Werk konfektioniert und die Glasfaser ist besonders verlustarm. Was sind die Vorteile davon, wenn man das so verbaut? Der Vorteil ist, dass man sich die Tiefbauarbeiten sparen kann. Also besonders, wenn man im Gebirge unterwegs ist, da sind Erdarbeiten schwierig. Oder in Deutschland gibt es besonders in ländlichen Regionen oft eine bestehende Mastinfrastruktur. Die kann man dann einfach nutzen. Besonders erfolgreich ist das im US-amerikanischen Raum. Da kommt das System eigentlich her. Wir haben das jetzt mit der Telekom zusammen für den deutschen Markt angepasst. Aber in der Form existiert das in Kanada, Australien. Ihr selber kommt ja auch aus Amerika als Firma Corning. Ja. Ihr seid bekannt für Spezialgläser. Insbesondere kennt man euch von den Gläsern, die bestimmte sehr beliebte Handys haben. Was macht ihr sonst noch? Oh, wir machen einiges. Also wir haben Innovationen seit über 160 Jahren im Bereich Spezialglas, wie schon erwähnt. Die beliebteste Marke ist das Gorilla-Glas für das besagte Handy. Und es gibt auch noch einige Innovationen in Bereichen, in denen wir jetzt unterwegs sind. In den 70er Jahren haben wir die erste verlustarme Glasfaser erfunden und sind jetzt der weltweit größte Hersteller. Etwas zu erfinden ist das eine, einen Abnehmer dafür zu finden ist das andere. Die Deutsche Telekom setzt diese Technik seit Anfang des Jahres ein und deswegen werde ich mich gleich mal mit einem Experten von der Telekom unterhalten, wieso, weshalb und warum. Mario, wieso kommt das System, was Corning für uns entwickelt hat, wieso kommt das überhaupt für uns in Frage? Was waren die Beweggründe, warum wir sowas einführen wollen? Also an uns sind viele Kommunen herangetreten, die oberirdische Linien haben, ob wir den Glasfaserausbau auch bei ihnen durchführen können. Und genau dafür ist es eine Lösung, beziehungsweise auch für Netzausläufer zu abgesetzten Höfen, zu Bauernhöfen, zu Gehöften. Was ist das Besondere an den Anschlussmöglichkeiten, die wir jetzt haben? Das Besondere daran ist, dass man mittels Plug and Play, das heißt die letzten Meter, die kann wirklich eingesteckt werden, oben am Mast, ohne die ganze Muffe runterzuholen und mit umständlichen Spleißarbeiten den Kunden anzuschließen. Ich gehe davon aus, dass wir bei unseren derzeit 3 Millionen Holzmasten einige haben werden, wo wir dieses System anhängen werden. Wenn jetzt diese Muffe oben am Mast angebracht wird, dann müssen ja da auch bestimmte Richtlinien beachtet werden. Was ist da wichtig und wie unterscheidet sich diese Bauweise von oberirdischer Verlegung von Glasfaser, zum Beispiel von der Verlegung von Kupfer? Also grundsätzlich ist die Glasfaser ein nichtmetallisches Medium, sodass wir das ganze Thema Blitzeinschläge dort weitgehend nicht haben, sodass die Technik natürlich auch nochmal wieder wartungsärmer und störungsunanfälliger ist. Welche Vereinfachung verspricht sich die Telekom davon? Die Vereinfachung ist insofern, wenn einige erste Kunden installiert worden sind und der Nachbar zum Beispiel auch einen Anschluss möchte, dann muss man gar nicht mehr groß planen, sondern fährt letztendlich nur mit einer Leiter raus und steckt den Kunden an und ist relativ schnell mit der Verdichtung der Kunden fertig. Hat also den Kunden relativ schnell wieder ans, oder den neuen Kunden relativ schnell ans Glasfasernetz angeschlossen. Ist das denn auch sicher? Ja, das ist sicher, weil zum einen ist der Mast ungefähr 5 bis 7 Meter hoch. Da kommt man also nicht ohne weiteres ran. Und die eingesetzte Steckverbindung, die könnte man sogar unter Wasser tauchen. Auch dann wäre die sicher. Das heißt, Staub und Verschmutzungen können dem Glasfasermedium nicht viel anhaben. Raus aus den Laboren, wieder an der frischen Luft hier über den Dächern von Berlin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion unterhalb und ansonsten abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank und tschüss.